Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Einstein-Forums. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Veranstaltung aus der Reihe Druckfrisch, Arbeiten aus dem Haus. Mein Name ist Franziska Bomski. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Einstein-Forums. Und bevor wir zum inhaltlichen Teil des Abends kommen, möchte ich Ihnen ein paar Dinge zum Format der Reihe Druckfrisch und zu den technischen Details der Veranstaltung sagen. In der Reihe Druckfrisch geht es, wie der Name schon sagt, um die jüngsten Forschungsarbeiten von Kolleginnen und Kollegen des Einstein-Forums. Heute steht im Zentrum die von Rüdiger Zill verfasste intellektuelle Biografie Hans Blumenbergs, Der absolute Leser. Anders als bei klassischen Buchvorstellungen ist es aber nicht so, dass wir Ihnen die Lektüre des Buchs ersparen können und ersparen wollen mit unserer Veranstaltung. Denn es wird keine Vorstellung des Autors, seiner Thesen oder eine Kurzzusammenfassung des Buchs geben. Stattdessen steht im Zentrum zunächst eine kritische Würdigung des Bandes durch einen kompetenten Rezipienten. Das ist heute Abend Jörg Später aus Freiburg, der seine Leseerfahrungen formulieren wird und auch auf einige Punkte, die ihm diskussionswürdig erscheinen, eingehen wird. Und nachdem er sich dazu geäußert hat, wird er mit Rüdiger Zill, dem Autor des Buchs, darüber in ein Gespräch, in eine Diskussion eintreten. Als Gesprächsleiterin konnten wir Melanie Möller gewinnen von der Freien Universität Berlin, worüber wir uns sehr freuen. Melanie Möller ist Professorin für klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik und hat selbst auch zu Blumenberg gearbeitet, und zwar speziell zu Hans Blumenberg und der Antike. Insbesondere war sie von 2012 bis 2015 im Rahmen eines Heisenberg-Stipendiums in diesem Arbeitsfeld tätig und hat dort unter anderem einen Sammelband publiziert mit dem Titel Prometheus gibt nicht auf, antike Welt und modernes Leben in Hans Blumenbergs Philosophie. Sie ist zudem geschäftsführendes Mitglied im Vorstand der Hans-Blumenberg-Gesellschaft. Sie sehen also eine auch sehr qualifizierte Diskussionsleiterin. Sie wird Ihnen dann unsere beiden Gesprächspartner vorstellen. Im Anschluss an die Diskussion, die sich zwischen den dreien entspinnen wird, sollen auch Sie als Publikum die Möglichkeit haben, Ihre Fragen loszuwerden. Das können Sie tun, indem Sie, Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich registriert haben, also über Zoom und nicht nur über den Livestream teilnehmen. Sie haben auf dem unteren Bildschirmrand, und zwar ganz rechts, eine Funktion mit zwei Sprechblasen. Ganz wichtig, zwei, also nicht den Chat mit der einen, sondern ganz rechts den mit den zwei Sprechblasen, der mit F plus A oder Q plus A überschrieben ist. Dort können Sie gerne auch schon während des Gesprächs Ihre Fragen notieren. Sie haben die Möglichkeit, das anonym zu machen. Sehr gerne können Sie das aber auch mit Namen tun, den wir dann auch vorlesen würden. Und Frau Möller wird dann diese Fragen, die Sie gestellt haben, oder Kommentare zu Gehör bringen. Und unsere drei Gesprächspartner werden sich bemühen, die nach den besten Möglichkeiten zu beantworten. Die Veranstaltung wird als Livestream aufgezeichnet und wird vorbehaltlich der Zustimmung unserer Beteiligten dann im Anschluss auch im Archiv auf der Website des Einstein-Forums verfügbar sein. Das ist es von meiner Seite und ich würde damit an Sie, liebe Frau Möller, übergeben und freue mich auf einen lehrreichen und interessanten Abend. Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, für die Moderatorin und auch einen schönen guten Abend von mir. Ich freue mich, dass ich das machen darf und fühle mich auch sehr geehrt davon und möchte, wie schon angekündigt, ganz kurz nur vorstellen, lasse den Blick erstmal im Hause im Einstein-Forum bei Rüdiger Zill, der hier seit 1997 als wissenschaftlicher Referent tätig ist und reich publiziert hat auf dem Gebiet der Philosophie, der Literatur- und Filmwissenschaft. Das kann ich unmöglich alles vorstellen und nicht mal in angemessenen Auszügen. Deswegen geht mein Blick ganz kurz nur auf das Neuere, was mit Hans Blumenberg, unserem heutigen Schatten in dieser Runde, zu tun hat, ein. Und möchte erwähnen, den im weiteren Sinne zu tun hat, also auch affiliiert ist, den zusammen mit Matthias Gross edierten Band zu Metapherngeschichten, Perspektiven einer Theorie der Unbegrifflichkeit aus dem Jahre 2011, dann auch sehr populär der Interviewband zu Poetik und Hermeneutik im Rückblick zusammen mit Petra Boden aus den neueren Editionen.
kleine Zeitspanne ist vorhanden, den Briefwechsel Blumenbergs mit Wolfgang Bachmann in Michael Moxters Beiträgen zur phänomenologischen Anthropologie Hans Blumenbergs, schließlich Hans Blumenbergs Die nackte Wahrheit 2019 bei Surkamp erschienen und auch viel besprochen und dann natürlich das Buch, das heute im Mittelpunkt steht, Der absolute Leser, Hans Blumenberg, eine intellektuelle Biografie, Ende Juni, ich meine am 22. Juni diesen Jahres erschienen und wohl jetzt schon in der dritten Auflage, also ein wahrer Verkaufsschlager, beide zusammen, Rüdiger Zill und Hans Blumenberg, scheinen ein unschlagbares Team zu sein und ich denke, dass das heute auch zum Ausdruck kommen wird. Dieses Team wird aber heute um ein weiteres Schlaglicht bereichert und ich habe mir diesen Wortwitz nicht vorher ausgedacht, er kam gerade spontan über mich, nämlich von unserem auswärtigen Gast Jörg Später, wobei das Attribut auswärtig in diesen virtuellen Konstellationen natürlich einen etwas eigentümlichen Beigeschmack hat. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und uns seine Perspektive auf Rüdiger Zills intellektuelle Biografie darbieten wird. Jörg Später hat Politikwissenschaft, Islamwissenschaft und neuere und neueste Geschichte in Freiburg studiert, war dort von 1999 bis 2004 wissenschaftlicher Angestellter, also am historischen Seminar, konkret am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte. In diesem Rahmen ist auch seine Promotion entstanden zu Van Sittart, britische Debatten über Deutsche und Nazis 1902 bis 1945. Ein Schwerpunkt von Jörg Späters Tätigkeit bildet von jeher die redaktionelle Arbeit. So war er 1995 bis 1999 Redakteur der Zeitschrift IZ3W, Blätter des Informationszentrums Dritte Welt. Er hat von 2007 bis 2013 als wissenschaftlicher Redakteur die Friar School of History betreut oder FRIES, also Freiburg Institute for Advanced Studies. Dann seit 2008 ist er als Redakteur des Journal of Modern European History tätig gewesen, dann auch zuletzt von 2016 bis 2019 als wissenschaftlicher Angestellter für eben diese redaktionelle Tätigkeit am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas in Freiburg. Und ja, auch schon seit längerem ist er als freiberuflicher Autor und Lektor, auch Lehrbeauftragter tätig, hat sich auf diese freie Tätigkeit des Lektorierens und Schreibens nun auch wieder fokussiert und erregt dort einige Aufmerksamkeit, nicht zuletzt mit Büchern. So möchte ich erwähnen den Band, den er zusammen mit Thomas Zimmer ediert hat, Lebensläufe im 20. Jahrhundert, Göttingen 2019 und natürlich die Biografie zu Siegfried Krakauer 2016 erschienen. Und wenn man bei Surkamp auf der Homepage schaut, dann findet man dort ähnlich lobende, begeisterte Attribute aus Presserezensionen wie bei Rüdiger Zill und seiner intellektuellen Biografie zu Hans Blumenberg. Also das schreit fast nach einer Synkrisis Krakauer und Blumenberg. Aus verschiedenen Gründen könnte man sich das vorstellen, aber darüber werden wir vielleicht auch heute diskutieren. Lieber Herr Später, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und jetzt auf Ihre kritische Kommentierung zu Rüdiger Zills Blumenberg-Biografie. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, Frau Möller, vielen Dank für die ausführliche und freundliche Vorstellung. Ich wäre jetzt natürlich viel lieber in Potsdam, wollte da auch meine kleine Berlin-Reise mit verbinden. Traurig, traurig. Jetzt sind Sie alle bei mir zu Hause. Im kleinen Spiel, wer die meisten Bücher im Hintergrund hat, bin ich auf Platz 3, glaube ich, gelandet. Nichtsdestotrotz, ich werde erstmal jetzt ungefähr eine halbe Stunde sprechen und dann hoffe ich, dass wir ins Gespräch kommen. Der wahre Grund, meine Damen und Herren, warum ich ausgesucht wurde, Rüdiger Zills Buch über Hans Blumenberg zu kommentieren, ist, dass ich keine Ahnung von Blumenberg habe. Alles, was ich über Blumenberg weiß, habe ich aus der Biografie von Zill gelernt. Mit Ausnahme des Kontakts, den er mit Siegfried Krakauer hatte, als dieser in den 60er Jahren zu zwei Tagungen der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, zu deren Akkonten Blumenberg ja gehörte, eingeladen war. Die beiden diskutierten intensiv und sich verstehend über den Begriff der Säkularisierung und das Problem der historischen Zeit. Bei Krakauer entstand gerade das Buch über Geschichte, bei Blumenberg das über die Legitimität der Neuzeit. Die Veranstalter wollten wohl vermeiden, dass ein anderer Blumenberg-Kenner beispielsweise darauf hinweist, dass Blumenberg im Juni 1963
sich mit seinen Assistenten nicht in Oberkleen, sondern in Niederkleen getroffen hat. Ich weiß so etwas mit Garantie nicht, obwohl ich aus dieser mittelhessischen Gegend stamme. Bei meiner Einladung ging es also offensichtlich darum, Blumenbergianer zu vermeiden. Ich soll Fragen von außen stellen, allgemeine Fragen eines Historikers, ich bin ja noch nicht einmal Philosoph, und eines Buchkritikers, der selbst eine Biografie geschrieben hat. Damit bin ich aber auch sozusagen der natürliche Anwalt des Publikums, also von Ihnen. Ich werde Ihnen zunächst dieses ausgezeichnete Buch vorstellen und dann drei solcher Fragen von außen stellen, die sich damit befassen, was wir anhand der Blumenberg-Biografie lernen, das über die Figur hinausgeht. Ich beginne aber mit den ersten Sätzen von Rüdiger Zills Buch. Am 28. März 1942 flogen britische Bomber einen Angriff auf Lübeck und zerstörten große Teile der Hansestadt. Für den 21-jährigen Hans Blumenberg bedeutete diese Nacht eine Art ersten Tod, denn seine gesamte Bibliothek mit Büchern aus Philosophie, Theologie, Kunstgeschichte, Naturwissenschaft und Literatur verbrannte. Am 28. März 1996, also auf den Tag genau 54 Jahre später, starb im westfälischen Altenberge der inzwischen vielbeachtete Philosoph Hans Blumenberg, umgeben von seiner längst wieder auf tausende von Bänden angewachsenen Bibliothek, darunter mehrere 10.000 von ihm selbst geschriebene Seiten. Mit dieser biblischen Figuraldeutung, das eine Ergebnis ist die Verheißung dessen, was das andere erfüllt, beginnt Rüdiger Zill fulminant seine Biografie über den Büchermensch Blumenberg und stellt sie unter das Motto auf Lesen und Tod. Zill, dem Blumenberg nie persönlich, sondern nur in Form seiner Bücher, Vorarbeiten, Briefe, Notizen und Karteikarten begegnet ist, stellt den Gelehrten unter dem Titel »Der absolute Leser« vor. Nicht nur, weil dieser seine letzten 10 Jahre einsam in seinem Arbeitszimmer mit kaum etwas anderem als Lesen verbracht hat. Bloß ein Löwe, den außer Blumenberg niemand sah, soll ihm, der Legende von Sibylle Levitscharow nach, Gesellschaft geleistet haben. Und auch nicht allein aus dem Grund, dass Blumenberg minutiöse Leselisten geführt und den gelesenen Büchern bis ins hohe Alter Zensuren erteilt hat, sondern weil Blumenberg ein Lesephilosoph war, im Gegensatz zum Originaldenker wie Hegel oder Heidegger. Das bedeutet, dass Blumenberg Philosophiegeschichte betrieb, also herausgearbeitet hat, was der Horizont war, vor dem sich etwas Geschriebenes und Gedachtes entfaltet hat und die Lesenden weiterdenken lässt. Der Biograf eines solchen Lesephilosophen muss nicht nur alles lesen, was der Porträtierte geschrieben hat, sondern auch alles, was dieser gelesen hat. Und eigentlich noch dazu alles, was er nicht gelesen hat, denn wie soll sonst ein Horizont entstehen? Das konnte Rüdiger Zill natürlich nicht leisten. Aber er hat Blumenberg beim Lesen zugeschaut, um seine Denkrichtungen zu erfassen und ist dadurch zu sehr eigenständigen Interpretationen gelangt. Dabei ist kein absolutes Philosophielesebuch entstanden, sondern der Biograf erzählt auch Blumenbergs Leben jenseits des Altenberger Studierzimmers. Denn Blumenbergs Leben bestand keineswegs nur aus Lesen und Schreiben. Bevor er zum Eremiten wurde, hatte er Lehrer und Gesprächspartner, Kollegen und Verleger. Er bemühte sich auch durchaus um öffentliche Wahrnehmung und Wirkung, und zwar über die Teilöffentlichkeit des Faches Philosophie hinaus. Vor allem aber sah sich Blumenberg mit einer Lebenswirklichkeit konfrontiert, der er entkommen musste, wie an jenem 28. März 1942. Die Familie von Blumenbergs Mutter war jüdisch. Er galt also in nationalsozialistischer Sicht als Mischling und Volksfremder. Während des Krieges wurde der junge Mann zur Zwangsarbeit im Lübecker Trägerwerk und zum Lagerdienst eingezogen. In den letzten Kriegswochen musste er sich verstecken. Seine Tanten wurden unterdessen im Vernichtungslager ermordet. Blumenberg selbst hatte trotz dieser Verfolgungserfahrung also durchaus Glück. Der Unternehmer, der die Zwangsarbeit in Anspruch nahm, holte ihn aus dem Lager und förderte später den Studenten Blumenberg. Auch andere Menschen, die doch Nazis waren, halfen ihm, sich zu verstecken. Aus dieser Zeit stammt eine Urkränkung, so der Biograf. Der 18-Jährige wäre nämlich als Schulbester im Lübecker Katharineum berechtigt gewesen, bei der Abiturfeier die Festrede zu halten, was ihm als Halbjude dann allerdings verweigert wurde, ebenso wie der Handschlag des Direktors
obwohl er doch versucht hätte, eine Brücke zwischen dem Humanismus und dem Hitlerismus zu schlagen. Diese Wunde, die öffentliche Nichtanerkennung seiner hervorragenden intellektuellen Leistung, sollte nie verheilen. Und die Nichtwürdigung wiederholte sich später hundertfach in seinem Kopf, fast immer dann, wenn er sich mit Kollegen, Verlegern, Redakteuren und anderen Dilettanten über seine Texte stritt. Kurzum, Blumenberg war ein schwieriger Mensch. Zills Psychogramm sieht so aus. Er setzte gerne alles auf eine Karte, also Blumenberg, und machte keine halben Sachen. Dabei hatte er feste Überzeugungen und zeigte bockige Entschlossenheit. Er sah sich als Märtyrer und Freiheitskämpfer, war verbittert und traktierte seine Umwelt unablässig und fortwährend mit Vorwürfen und Unterstellungen. Blumenberg war gleichwohl erfolgreich, denn er zeigte sich zuweilen als durchaus lernfähig und vor allem war er bereit, Umwege zu gehen, Seitenstraßen zu erforschen und seine Ziele zu verändern. Das wurde geradezu zu seinem Markenzeichen. Nach dem Krieg ging es zügig voran. Seine Lesegeschwindigkeit erhöhte sich, wie die Intensität der Lektüren, die wiederum das Denken stimulierten. Die akademische Karriere entfaltete sich, noch bevor die Massenuniversität kam. Er wurde zuerst Professor, nämlich in Gießen, dann erst Buchautor, und zwar beim nicht nur in Philosophie-Dingen führenden Surkamp Verlag. In den 70ern war Blumenberg auch öffentlich sichtbar, beispielsweise als Herausgeber der Theoriereihe im Surkamp Verlag, zusammen mit Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Jakob Taubes. Blumenberg avancierte zudem zum Spiritus Rector der elitären Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, bei der sich ab Mitte der 60er Jahre die besten geisteswissenschaftlichen Köpfe der nach 1920 Geborenen regelmäßig trafen. Hans-Robert Jauss, Odo Marquardt, Hermann Lübbe, Reinhard Koselleck, Jakob Taubes gehörten dazu. Er verabschiedete sich hier wie dort im Ärger, wendete sich dann sukzessive von der Interdisziplinarität ab, schließlich auch von der Soziabilität. Diesen Weg, der über Bochum und Münster letztendlich im Altenberger Einfamilienhaus endete, wo das Genie seine textliche Ernte einbrachte, erzählt Zill ohne Sentimentalität und Häme, gleichwohl eine deprimierende Story. Nun, nachdem im Buch nicht lange nach der Halbzeit der Held tot ist, geht es konzentriert um seine Philosophie. Blumenberg wird von seinem Biografen sozusagen gedreiteilt. Erstens das Lebens, drittens das Werk und zweitens dazwischen als das Vermittelnde die Denkarbeit in Blumenbergs Werkstatt, in der die Produktions- und Publikationspraxis ausgeleuchtet wird. Diese Dreifaltigkeit hat gewiss Vorzüge, denn im philosophischen Teil kann Zill nämlich durch die Engführung die von ihm betonte Prozesshaftigkeit von Blumenbergs Denken stringent und präzise herausarbeiten, ohne von Bombenangriffen und Nazis, Habilitationsproblemen und Karrierechancen, von Universitätsrufen und Streitigkeiten mit Kollegen gestört zu werden. Wobei natürlich die Erfahrung der Judenverfolgung und des Luftkriegs doch ein Licht auf den philosophischen Inhalt wirft, zumal nach Odo Marquardt, Kollege aus der Gießener Zeit, es in der Philosophie Blumenbergs einen Grundgedanken gab, nämlich den Absolutismus der Wirklichkeit, einer bedrohlichen Wirklichkeit zumal, und den menschlichen Versuch, Entlastung von diesem Absoluten zu gewinnen. Wer denkt angesichts solcher Grundgedanken und eines Buchtitels wie Höhlenausgänge nicht auch neben der Schreibhöhle in Altenberge oder der Höhle des Löwen an Schutzräume vor Bomben oder an Verstecke vor Nazis? Weltverhältnis und Wirklichkeitserlebnis, das sind also die Schlüsselbegriffe in Blumenbergs philosophischem Werk. Doch Rüdiger Zill gibt sich damit nicht zufrieden und sieht die Gefahr, das Werk von seinem Resultat her zu sehen und es zu essentialisieren. Der Biograf will hingegen Blumenberg öffnen für das, was nicht im Nachhinein die Essenz seines Denkens ausgemacht hat, was nicht die Idee des menschlichen Kampfes gegen die absolutistische Wirklichkeit ist, also das, was nicht dem Absolutismus dieser blumenbergschen Wirklichkeit unterliegt. Der Autor wertet beispielsweise die philosophiehistorischen Arbeiten der 60er und 70er Jahre auf. Blumenbergs Denken sei bis in die Details hinein ein experimentierendes Denken gewesen, argumentiert Zill. Dieses Denken in Bewegung rekonstruiert die Weltretrospektive über 6 Jahrzehnte hinweg. Dabei wird klar, warum der Philosophiehistoriker Blumenberg selbst zu einem Philosophen wurde, nämlich
weil er über die Beschäftigung mit der Genealogie von geistigen Fragen in morphologischer, metaphorologischer oder begriffsgeschichtlicher Perspektive und über den Umweg von Wissenschafts- und Technikgeschichte letztendlich die großen philosophisch-anthropologischen Fragen des Menschseins beleuchtete. Blumenberg, so Zill, sei immer sehr verärgert darüber gewesen, wenn er als Philosophiehistoriker betrachtet wurde. Denn diese Zuschreibung impliziert, er sei kein echter Philosoph, der systematisch an den Fragen arbeite, sondern nur jemand, der vergangene Formen des Geistes rekonstruiere. Für Blumenberg lassen sich aber die gegenwärtigen Fragen, die Möglichkeit ihrer Entstehung und ihrer Geltung, nur aus ihrer Entwicklung erklären. Das, was sie sind, sind sie, weil sie historisch geworden sind, schreibt Zill. Der Geist hat eine Geschichte und Blumenberg wollte zeigen, wie Konstellationen entstanden sind, die bestimmte Entwicklungen denkbar und dann real gemacht haben. Diese waren übrigens keineswegs alternativlos, allerdings konnte man nicht mehr hinter sie zurückgehen, wenn sie erst mal durchgesetzt sind. Wer den Hintergrund eines geschichtlichen Prozesses versteht, wer die Spielräume von Weltentwürfen, Weltbildern und Weltverständnissen überblickt, wer überhaupt das prozesshafte philosophischen Denkens begreift, der betreibt Philosophie, so sah das Blumenberg. Daneben wird deutlich, was das Besondere an diesem Philosophen ist. Blumenberg war einer narrativen Philosophie verpflichtet, die über Mythen, Metaphern, Bildern, Fabeln, Anekdoten, also Formen der Unbegrifflichkeit, die Welt zu erkennen versuchte. Von der Wissenschaft durfte sich ein solches Streben nicht zu sehr reglementieren lassen. Das Sehen und Schauen, also Theoria, war ebenso wichtig wie das Denken. Blumenberg schrieb Problemkrimis, wie Marquardt sagte, und liebte die Umwege mehr als die Methoden. Die Dreiteilung der Denkbiografie hat allerdings trotz des gelungenen Philosophiekonzentrats etwas Unbefriedigendes. Man liest zwei Bücher, eins über das Leben und eins über das Werk, plus einen Aufsatz über die Arbeit im Sandwich zwischen Leben und Werk. In jedem fehlt irgendwie das jeweils andere. Dabei zeigt Zills Biografie ja überdeutlich, wie aus der Mixtur von persönlichen Erfahrungen, politischen Gegenwartsbezügen, philosophiehistorischen Studien, die sich alle gegenseitig beglaubigen, eine Theorie entsteht. Es ist bei der Lektüre dieses überaus anregenden und glänzend geschriebenen Buches ein wenig so, als würde man erst einen Film ohne Tonspur sehen, sich jene danach ohne die Bilder anhören und zuletzt das Drehbuch lesen. Nun zu meinen drei Fragen. Ich komme aus der Schule des Freiburger Historikers Ulrich Herbert. Dort wird oder wurde, muss man jetzt sagen, nach einem Vortrag im Kolloquium immer gefragt, was wissen wir jetzt, wenn wir all das wissen, was wir gehört haben? Oder auch etwas altbacken, was lehrt uns das? Also, was lehrt uns die intellektuelle Biografie Blumenbergs? Erstens, Rüdiger Zill erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der als Schüler eine Urkränkung der Nichtanerkennung seiner Leistungen erfahren hat, die ihn zeitlebens begleitet. Als Philosophieprofessor wird er dann immer sonderbarer und eigenbrötlerischer, hadert mit der Welt und gerät mit allen in Streit, zieht sich aus jeder sozialen Interaktion zurück, verweigert am Ende sogar das Gespräch über seine Vorträge und endet als Eremit wie der Alte vom Berg. Ja, das ist alles sehr extrem. Allerdings ist der Vorgang, den ich mal eine Deformation professionell nennen würde, nicht so ungewöhnlich. Wenn man sich eine deutsche Universität unter organisationssoziologischen Gesichtspunkten anschaut, und zwar auch die Universität nach 1968, also die geschliffene Ordinarienuniversität, dann ist doch festzustellen, dass diese Institution kein Ort ist, an dem ihr Führungspersonal miteinander kooperiert. Jeder macht dort sein Ding. Als Diva im Hörsaal, als egoistischer Lehrstuhlkönig im Haifischbecken von Ausschüssen und Kommissionen und auch als Forscher am eigenen Schreibtisch. Für ihre Topgrößen ist die Universität kein sozialer Ort. Sie nennen ihn dann, wie Blumenberg, einen Ort des Ungeists. Da sie meist nichts anderes im Leben haben als ihre Arbeit, ihren Erfolg und ihren Ruhm, wollen sie über nichts anderes reden als Rufe, Preise und Kränkungen. Ihr Tratsch sind Berufungsverfahren und die dummen anderen Professoren, die über nichts anderes reden können als ihre Arbeit, ihren Ruhm und ihren Erfolg. Sie fühlen sich strukturell nicht genügend anerkannt, auch weil sie mit ihren Angestellten, Doktoranden und Studenten keine normalen Gespräche führen können. Denn wo immer sie auftauchen, verstummt das Gespräch
und alle Blicken konzentrieren sich auf den wichtigen Mann, der den Abhängigen doch weiterhelfen soll. Alles wird künstlich, schief und falsch und alles wird immer schlimmer, je wichtiger so ein Professor wird, der über alles und jedes befragt wird und keinem Mikrofon aus dem Weg gehen kann. Und je wichtiger er wird, umso süchtiger wird er von seinem Ruhm und umso einsamer wird es um ihn. Er sagt dann zum Beispiel irgendwann zu seiner Gesprächspartnerin auf einem Stehempfang: Jetzt haben wir so lange über mich gesprochen, wir sollten über Sie sprechen. Wie fanden Sie mein letztes Buch? Die Deutsche Universität ist kein Ort des lustvollen und freien diskursiven Austauschs, in dem ihre Spitzenkräfte beständig lernen und sich dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments erfreuen. Statt kommunikativer Vernunft herrschen hier eher schlechte Laune und böse Absicht im Fegefeuer der Eitelkeiten. Und das hat etwas mit Deformationen zu tun, die geradezu gezüchtet werden. Was ist der Unterschied zwischen einer Universität und einem Schlachthaus, fragt ein zugegeben sehr böser Witz. In das Schlachthaus geht ein großes Schwein, um als kleines Würstchen herauszukommen. An der Universität läuft es genau andersherum. Insofern ist Blumenberg ein zwar extremer, aber keineswegs untypischer Fall einer Universitätslaufbahn in der Bundesrepublik. Zweitens, Philosophie ist nach Hegel ihre Zeit in Gedanken erfasst, also Philosophie des jeweils Gegenwärtigen. Die jeweilige Philosophie ist gleichzeitig aber selbstgeschichtlich und damit ein Ausdruck der jeweils historischen Zeit. Was drückt Blumenbergs Philosophie aus? Rüdiger Zill weist darauf hin, dass Blumenberg kein Originaldenker war, wie eben Hegel oder auch Heidegger, also kein Philosoph, der sich alles selbst ausdenkt. Vielmehr war er ein Lesephilosoph, der bereits Gedachtes weiterdenkt, bereits Geschriebenes fortschreibt, Gelesenes aufliest und das alles im Rahmen der Wissenschaft tut. Das sagt doch einiges aus über die Philosophie in der Bundesrepublik. Vielleicht gibt es ja sogar so etwas wie eine bundesrepublikanische Philosophie. Schauen wir doch mal, was die anderen nach 1945 so machen, nachdem Religion und Weltanschauung ihre Deutungsmacht verloren hatten. Da gibt es natürlich eben den Scientismus, der das Denken und Spekulieren fragwürdig findet. Es gibt den großen Schatten Heidegger, aber alle, die von ihm geprägt oder beeindruckt waren, lösen sich sukzessive oder bruchhaft von der Seinsandacht, allen voran Gadamer in Heidelberg mit seiner philosophischen Hermeneutik und seine Schüler, aber auch Habermas, wie auch dessen Freund Apel, die aus dem Bonner Rotacker-Seminar stammen. Die Frankfurter Schule, sie betreibt Philosophie als Gesellschaftstheorie, brachte Marx zurück ins Spiel und Freud überhaupt hinein und löste den Existenzialismus als führende praxisorientierte Philosophie ab. Alle suchten nach wie vor nach Wahrheit und bezogen einen Standpunkt, philosophierten von einer Position aus, oft im Schatten des anderen Originaldenkers Hegel. Habermas ist ja nicht ganz unberechtigt der Hegel der Bundesrepublik genannt worden. Das aber rational und kommunikativ, also vernünftig, argumentativ und nachprüfbar, dabei mal kooperativ und arbeitsteilig, mal konflikthaft und sich missverstehend. Schulen gab es auch anderswo, in Münster, bei Joachim Ritter, bevor Blumenberg dorthin kam, wo man sich mit Geschichtsdenken hervortat. Oder in Erlangen und Konstanz, wo man die Philosophie analytisch verwissenschaftlichte. Überall und immer wurde gefragt, wozu noch Philosophie? Das war Ausdruck einer Legitimationskrise der einzigen Königsdisziplin, aber auch einer zunehmenden Reflexivität und Folge der Dezentrierung des Fachs, nicht nur was die Ansätze betrifft, sondern auch die Orte. Die Philosophie pluralisierte und profanisierte sich und musste sich daher aus sich selbst begründen. Wer aber in diesem Prozess der Pluralisierung und Profanisierung ist der Sonderling, der Abstandhalter Blumenberg? Ist er der Husserl der Bundesrepublik und darin auch ein Entheideggerisierer, der große Verweigerer der philosophischen und politischen Moden, oder ist er als Phänomen besser zu begreifen, wenn man ihn als Teil von Poetik und Hermeneutik begreift, den Versuch also, die Geisteswissenschaften oder besser ihre Eliten miteinander ins Gespräch zu bringen, um die wissenschaftlichen Fächer zu modernisieren und auf ein internationales Niveau zu heben? Für was also steht Blumenbergs Lesephilosophie, sein Denken in Bewegung und der produktiven Umwege über Begriffe, Metaphern etc.?
dass sich Philosophie verkriecht in die Geisteswissenschaften oder auch in die Kunst, Religion, Politik etc., also in einer anderen Gestalt aufgehoben ist. Wie typisch ist er denn, der Blumenberg? Drittens, nun zu den Nachwirkungen der NS-Zeit, die ja von der Zeitgeschichte im Dreischritt Belastung, Integration, Liberalisierung beschrieben wird. Das gilt auch für die Wissenschaft und die Intellektuellen. Die Narration ist etwa so. In den 50er Jahren dominieren die Kräfte das geistige Leben der Bundesrepublik, die bereits im Nationalsozialismus ihre Karrieren eingeleitet hatten. Junge Nazis, Opportunisten, Nationalisten, konservative Revolutionäre, die, so sie nicht allzu exponiert waren, nach ihrer Entnazifizierung in der Mitläuferfabrik an die führenden Stellen in den Medien, im Literaturbetrieb, an den Universitäten kamen. Man sprach noch nicht über die Belastung. Das berühmte kommunikative Beschweigen bringt das auf den Punkt. Zum Teil wurde in aggressiven vergangenheitspolitischen Aktivitäten dafür gesorgt, dass die Vergangenheit eben nicht aufgearbeitet wurde. Aber diese nationalsozialistische Elite demokratisierte sich, auch begünstigt durch den Kalten Krieg und apologetische Deutungen des Nationalsozialismus. In den 60er Jahren geschah dann eine Fundamentalliberalisierung der westdeutschen Gesellschaft infolge von politischen Auseinandersetzungen, neuer gesellschaftlicher Erfahrungen und anderer Deutungen, deren dramatischer Höhepunkt 1968 gewesen sein soll. Die Judenverfolgung und Vernichtung im Speziellen, also das, was heute so selbstverständlich als Zivilisationsbruch bezeichnet wird, gelangte allerdings erst noch viel später ins öffentliche Bewusstsein. Fürs Volk etwa beginnend mit der Fernsehserie Holocaust von 1978. Dieses überaus grobe Muster ist natürlich für jede Phase zu differenzieren und die Vita Blumenberg zeigt einen offenbar sehr speziellen deutschen Lebenslauf. Sie erinnern sich, der jahrgangsbeste Schüler wollte über Hitlerismus und Humanismus in vermittelnder Absicht sprechen, durfte aber nicht wegen seines jüdischen Familienhintergrunds. Er wäre auch mit der Wehrmacht in den Krieg gezogen, wenn man ihn gelassen hätte. Hingegen war Blumenberg überhaupt nicht sentimental oder gar empört, als seine Heimatstadt bei einem Luftangriff zerstört wurde. Er fand das einfach folgerichtig und notwendig. Er musste Zwangsarbeit leisten beim Unternehmer, der ihn dann als Student fördern würde. Nahe Verwandte wurden in Vernichtungslagern ermordet. Er selbst musste sich in den letzten Tagen des Braunen Reichs verstecken, wobei ihm Menschen halfen, die durchaus als Nazis bezeichnet werden können. Er qualifizierte sich wissenschaftlich bei einem Professor, Ludwig Landgrebe, mit ähnlicher Biografie. Nachdem er selbst bereits ein bekannter Professor geworden war, wurde ihm beim Schuljubiläum durch alte Seilschaften die alte Kränkung erneut zugefügt, als man im Falle seiner Rede einen Boykott androhte. Das war in den 60ern. Blumenberg übersah die Nazis um ihn herum nicht, auch wenn sie Kreide gefressen hatten. Gleichwohl war ihnen die Abrechnung mit ihnen durch die jüngere Generation der 68er-Studenten zuwider. Es scheint so, als sei der Umgang mit der verbrecherischen Vergangenheit für ihn eher eine private als eine politische Angelegenheit gewesen. Einer seiner wichtigsten, der wenigen Kooperationspartner in den Geisteswissenschaften, war der gleichaltrige Hans-Robert Jauss, einst jüngster Offizier der Waffen-SS und später der Kopf der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, eines der spannendsten Projekte in den Geisteswissenschaften der BRD, über die Petra Boden und Rüdiger Zilja geforscht haben. Jauss' Vergangenheit kam erst nach beider Tod ans öffentliche Licht. Vielleicht, lieber Rüdiger, kannst du diese Geschichte vertiefen, da du dich ja bestens mit der Forschungsgruppe auskennst. Während Jauss ja ohnehin für beides steht, schwerste Belastung und Wandel des Zeitgeists, er ist ja tatsächlich ein Modernisierer im Feld der Wissenschaft, scheint Blumenberg in Sachen Vergangenheit in der ihm eigenen sonderbaren Weise konstant zu sein, immer derselbe. Wir sollten überlegen, was uns die Vita Blumenberg und die Begegnung mit Jauss über das Phänomen BRD Noir und die Vergangenheitsbewältigung zu sagen hat. Ich fasse zusammen. Ich habe ein großartiges Buch mit drei Bausteinen gelesen, einem Lebenslauf für das allgemein interessierte Publikum, zu dem ich mich zähle, ein kleiner Mittelteil über Blumenbergs Werkstatt, der vor allem für Kollegen interessant ist, die sich mit Intellectual History beschäftigen, und ein dritter Teil über die Philosophie Blumenbergs für die Philosophinnen und Blumenberg-Philologen. Jeder Baustein ist prima geschrieben und ungeheuer lehrreich. Allein finde ich es schade, dass der Autor nicht versucht hat, daraus ein großes Ganzes zu machen.
Daneben habe ich drei Fragen gestellt, die alle darum kreisen, wie typisch dieser Blumenberg gewesen ist, und zwar hinsichtlich des Verhältnisses von Charakter und Universität, von Philosophie und Wissenschaft und des Hereinragens der NS-Zeit in die Bundesrepublik. Sprechen wir also dank Rüdiger Zill über den Phänomenologen Blumenberg als historisches Phänomen. Ja, ganz herzlichen Dank. Willkommen zurück auch an die anderen. Ganz herzlichen Dank für diese kritische Sichtung, lieber Jörg Später. Ich darf jetzt also erstmal die Diskussion zwischen Ihnen beiden ein wenig eröffnen, moderieren und darf mich nicht zu sehr von der Kamera wegbewegen, damit sie mich nicht verliert. Ich merke es schon. Ja, ich würde vielleicht diesen letzten Punkt, den methodischen Punkt in der Überleitung jetzt erstmal aufgreifen wollen, bevor wir über diese drei Frageblöcke mit den Thesen, also etwa auch der Ausnahmebiografie Blumenbergs oder eben inwiefern sie typisch sein kann, sprechen, die methodische Kritik auch an Rüdiger Zills Buch, also diese Dreiteilung, dieser Sandwich-Charakter, Dreiteilung in Leben, Arbeit und Theorie/Philosophie, wenn man so will. Ist das, lieber Rüdiger, denn überhaupt anders möglich gewesen? Hättest du das auch anders gestalten können, das also so zu verschleifen, dass das eine mehr oder weniger doch aus dem anderen hervorgeht, wo doch Blumenberg selbst überall Distanzen eingezogen hat? Hast du nicht im Grunde eine Imitatio Blumenbergensis betrieben, wie man sie gar nicht anders hätte betreiben können? Oh ja, gute Frage. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich sozusagen damit der Idee oder dem Selbstverständnis Blumenbergs besonders entsprochen hätte. Muss ich direkt mal drüber nachdenken? Glaube ich, ja, weiß ich gar nicht. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als wenn das ein großer Masterplan war und dass ich mich irgendwie vor 5 Jahren hingesetzt habe, hätte und gesagt hätte, so muss ich das schreiben und gar nicht anders geht es. Es ist schon so ein bisschen natürlich pragmatisch entstanden, obwohl ich diese Dreiteilung im Nachhinein sehr stimmig finde und die auch jetzt mal verteidigen würde. Vorweg möchte ich aber erstmal sagen, Jörg, vielen Dank für die sehr intensive und sehr kleinteilige Lektüre. Und dass du überhaupt zugesagt hast, das jetzt hier zu kommentieren. Das freut mich sehr, schon deshalb, weil man rezensiert den Rezensenten ja nicht, das gilt als unfein. Ich sage jetzt trotzdem mal, ich fühle mich verstanden. Und das ist ja nicht immer so, wenn man rezensiert wird. Manchmal sind ja auch die lobende Rezension, dass man am Ende sagt, hat er mich eigentlich trotzdem gelesen. Also ich fühle mich verstanden, vielen Dank. Und nehme die Kritik jetzt durchaus ernst und würde da vielleicht dreierlei zu sagen, um sie doch mein Vorgehen zu verteidigen. Zunächst, das hast du ja selber angedeutet, kann man sagen, ist das ja doch eigentlich eine ganz gute Sache, aber es soll falsch daran sein, wenn verschiedene Typen von Lesern jetzt sozusagen das sich rausnehmen können, was sie brauchen. Also der eine interessiert sich, wie du sagst, wie du jetzt mehr für das Leben, der nächste für die Theorie. So ist es wenigstens sauber getrennt. Also das ist jetzt so ein pragmatisches Argument. Übrigens käme vielleicht noch hinzu, dass mir auch jemand sagte, ach, das ist eigentlich ganz schön, in der Mitte stirbt er, das hast du gesagt, in der Mitte ist das Leben zu Ende. Und ich bin ganz furchtbar traurig und dann auf der nächsten Seite, ich blätter um, steht er wieder auf. Das ist ja dann auch ganz positiv psychologisch der Effekt. Nein, aber ernsthaft, abgesehen von solch pragmatischen Argumenten, gibt es ein inhaltlich methodisches, was ich ganz gerne stark machen möchte und weswegen ich vor allen Dingen meine, dass ich diese Dreiteilung ganz gut verteidigen kann. Und zwar war es mir wichtig zu zeigen, dass es hier in dieser Biografie, in dieser intellektuellen Biografie, wie ich das bewusst genannt habe, nicht unbedingt immer zur Freude von, von des Verlags oder so. Man hat es natürlich lieber, wenn da nicht intellektuell stände, dann würden viel eher Leute das auch noch mal kaufen. Aber weil diese drei Ebenen, warum ich das eingezogen habe, ist, um zu sagen, es gibt hier drei Stränge in diesem Leben, in dieser Theorie, in dieser Denkentwicklung. Und diese drei Stränge sind natürlich verbunden, aber sie haben doch ihre eigene Logik. Es ist erstmal natürlich das persönliche Erlebnis, wo auch die Zeitgeschichte dazu kommt. Gewissermaßen der Anlass, das zu denken, was gedacht wird.
Dann ist diese zweite Ebene, ist diese, die Theoriegeschichte im eigentlichen Sinne. Und da ist es mir, glaube ich, doch so wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur das Erlebnis ist, sondern dass Theoriegeschichten immer ihre eigene, wie gesagt, Logik haben, dass sie anknüpfen an das, was vorher gedacht worden ist von anderen und was dadurch möglich geworden ist, überhaupt zu denken. Es ist ja nicht so, dass jederzeit alles möglich ist zu denken. Und man hat eine gewisse Eigenbewegung in Theoriegeschichten, die unabhängig von jetzt persönlichen Erlebnissen ist. Also diese berühmte Geschichte, die natürlich nicht nur bei dir, sondern immer wieder kommt, naja, der schreibt das Buch Höhlenausgänge und damit verarbeitet er irgendwie ein Stück weit auch die Erfahrung, dass sie verstecken müssen und so weiter. Aber da geht natürlich völlig bei immer unter, dass da ist da um eine zentrale Figur in der Philosophiegeschichte, nämlich das platonische Höhlengleichnis geht, die sich dann durchbewegt und ihrer eigenen Logik folgt. Und schließlich, was du jetzt Sandwich genannt hast, der Mittelteil, das ist das Kürzeste, aber ich finde nicht unbedingt das Uninteressanteste, das ist das Spiel mit dem Material. Blumenberg war jemand, was man vielleicht von so einem großen systematischen, also philosophiehistorisch denkenden, aber doch systematisch konstruierenden Menschen gar nicht denken würde, ja, eigentlich ein großer Spieler und er hat mit seinem Material experimentiert. Und er hat ich saß nicht natürlich nicht daneben, aber man kann sich, wenn man sich das anguckt im Archiv und sieht, wie er die Materialien hin und her geschoben hat, kann man sich richtig vorstellen, wie er Erlebnisse hat und wie bestimmte Sachen auch aus der Kontingenz, übrigens nicht nur im Zettelkasten, sondern auch in größeren Texten aufeinandertreffender Teile entstanden ist. Also das einfach zu diesen drei Bewegungen, die partiell anderen Logiken entspringen. Jetzt sagst du natürlich, okay, das ist alles schön und gut, aber es ist dir nicht gelungen, also mir nicht gelungen, diese Synthese zwischen den drei herzustellen. Das nehme ich natürlich erstmal als Einwand ernst. Ich kann dazu nur so viel sagen. Ich habe natürlich versucht, mir war das nicht ganz unbewusst, also mir war das nicht etwa nicht bewusst in dem Moment, dass es natürlich ein Problem sein könnte, als ich das schrieb. Ich habe versucht, das durch gewisse Anker denn doch aufzufangen, indem ich nämlich in diesen einzelnen Strängen immer auch Anker aus den anderen Bereichen setzte, um nur zwei Beispiele zu nennen. Also natürlich gibt es in dem Leben, also in dem ersten Teil auch so ausführlichere Pars pro toto Einschübe aus Theoriegestalten. Also zum Beispiel die Dissertation habe ich im Lebenslauf relativ ausführlich besprochen. Andersrum waren dann im Theorieteil durchaus, also Stichwort die Nihilismusdebatte in den End-40er Jahren, sind natürlich zeithistorisch durchaus aufgeladen und das ist hoffentlich auch deutlich geworden. Gut, also natürlich hat man in dem Punkt, wenn man im dritten Teil ist, natürlich auch den Vorteil, dass man den ersten Teil schon im Hintergrund hat, hoffentlich. Also was ich sagen will, ist, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass man das nicht als einfach nur nebenher laufend, sondern als einen Anreicherungsprozess liest. Gut, jeder muss dann selbst entscheiden, inwieweit mir das gelungen ist, also soweit nur zur Verteidigung, zur Erläuterung. Ich weiß nicht, Sie möchten bestimmt direkt was dazu sagen, Herr Später. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen zuspitzen. Ja, das leuchtet ja ein bei der Lektüre und es leuchtet auch jetzt in deiner Antwort ein, Rüdiger. Also wenn ich das jetzt so als Vermittlerin formulieren darf. Auf der anderen Seite könnte man ja jetzt sagen, es ist gar nicht so sehr das Problem, dass Leben und also Teil 1 und Teil 3, Leben und Theorie so eng zusammenhängen, sondern vielleicht doch die Arbeit, das Material, die Ausbreitung des Materials in der Mitte doch viel stärker mit dem dritten Teil verwachsen ist und schwer zu trennen ist. Du hast ja gerade noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig die Resonanz ist, oder auch in dem Buch natürlich, ja, dass sich auseinandersetzen mit dem Denken in der langen historischen Perspektive, aber auch in der Zeit, in der intellektuellen Geschichte der Bundesrepublik in diesen Jahrzehnten, könnte man dann, ich meine, das ist eigentlich für einen Philosophen, der wie Blumenberg so von Resonanz lebt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es dann eigentlich doch eine schmerzliche Wunde ist, ihm das sozusagen durch eine Trennung im Buch wegzunehmen. Ich weiß nicht, Herr Später, sehen Sie das auch so, dass die beiden Teile 2 und 3 eigentlich enger zusammenhängen als noch mit dem ersten? Oder Rüdiger zuckte jetzt zuerst mit dem Mund, deswegen gebe ich vielleicht noch mal gerade an ihn. An mich? Ja, ich weiß nicht. Du hast gezogen. Jörg.
Du hast eine Bewegung gemacht, aber eigentlich wäre Jörg später dran. Genau, ich zeige jetzt immer, Sie kennen das, es ist völlig absurd, bei diesen Kästchen in irgendeine Richtung zu zeigen, weil jeder was anderes sieht, aber ich zeige jetzt auf Jörg später. Dann gehe ich jetzt nochmal auf die ästhetische Konzeption. Also mein Einwand ist ja eigentlich ein ästhetischer nur. Natürlich kann man das so oder so machen, und ich habe ja auch gesagt, es hat seine Vorteile, das so zu machen, was zum Beispiel eben den konzentrierten Durchgang durch das philosophische Werk angeht. Aber es ist ja klar, ich musste das ja sagen, ich musste diesen Einwand bringen, denn ich habe es ja anders gemacht, nicht? Und natürlich verteidigt man seine Vorgehensweise. Aber ich habe gerade eben, als du das Wort Pragmatismus in den Mund genommen hast, auch kurz überlegt, warum ich das eigentlich anders gemacht habe. Ich hatte ja auch keinen Masterplan. Ich habe auch erst mal drauf losgeschrieben. Und bei Krakauer, ich rede jetzt vom Krakauer Buch, war es so, dass die Figur mich ja selber in die verschiedensten Kontexte geschickt hat. Er war Architekt, dann war er Journalist, dann war er philosophischer Schriftsteller, Filmkritiker, Filmhistoriker. Irgendwann hat er sich auch noch mit Geschichtstheorie beschäftigt. Also es waren unglaublich viele Kontexte, die ich, worüber ich mir zumindest einen Überblick, wenn auch in dilettantischer Form, weil das ja und das ganze Komplex Emigration und dann der Amerika-Aufenthalt, Akkulturation und was alles damit zusammenhängt. Das waren so viele Kontexte, in die musste ich mich einlesen. Und dann habe ich auch, damit mir das nicht verloren geht, versucht auch immer gleich zu schreiben. Dann hatte ich ein wieder was über Krakauers Vita, dann musste ich wieder Kontexte erschließen. Und so hatte ich immer so Textbausteine, die ich am Anfang versucht habe, irgendwie miteinander zu verbinden. Und ich weiß nicht, wer früher in den 70er Jahren Sportschau geguckt hat, da gab es den Rauschenberg, der hat immer versucht, Überleitungen zu finden. Das fand ich immer ganz furchtbar. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, diese Überleitungen sind total künstlich. Ich kapp sie weg. Ich mache jetzt einfach eine Parallelaktion. Ich erzähle immer Kontexte und ich erzähle die Vita. Dann ist es ja ohnehin so, das glaube ich, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich bin ja Historiker, ich bin sowieso mehr an den Kontexten als an den Texten interessiert, und ich wollte nicht über Krakauer, über den es so viel Sekundärliteratur auslegender Art gibt, eine ganze Philologie, Großgruppe ist dort am Werk, wollte ich nicht auch das wieder machen. Deswegen habe ich mich auf die Kontexte konzentriert, und dann gibt es dann halt mal Passagen in dem Buch, wo 10 Seiten gar kein Krakauer auftaucht, aber irgendwann ist er dann wieder da, und irgendwann war meine Hoffnung, oder hatte ich auch das Gefühl dann beim Schreiben, irgendwann entsteht irgendwas zwischen diesen Kontexten und dieser Biografie. Ja, und dann kam irgendwann dann tatsächlich doch so eine Entscheidung, das so zu machen, und das lag, habe ich eben auch von der Figur Krakauer selber bekommen, in seiner Geschichtstheorie, wo er dann sagt, Geschichte ist ja eigentlich wie im Film, also eine gute literarisch-ästhetisch hochwertige Narration ist, wenn man es schafft, wie im Film, Close-Up und Long-Shots miteinander gut zu kombinieren, zu montieren, ja, also Nahaufnahmen und Totalaufnahmen, immer ganz nah ran, ganz weit weg. Ein Film, der nur aus Nahausnahmen besteht, da wird man verrückt, und einer, der nur von weit weg guckt, das will man nicht sehen, ja. Also, und diese Kombination war dann auf einmal das Prinzip von dem, was ich schon hatte, über die Kontexte, und so hat sich das ergeben. Das war eigentlich was Pragmatisches und auch keine Master-Idee. Und ich könnte mir vorstellen, weil du ja von der Philosophie kommst und von der Philosophiegeschichte kommst, dass du natürlich an den Texten ein viel größeres Interesse hast. Du hast ja auch eine eigene interpretatorische Arbeit geleistet. Das habe ich beim Krakauer nicht gemacht. Ich habe hab das referiert, was andere geschrieben haben. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Du hast am Anfang gesagt, du hattest keinen Masterplan. Du hast die Sache kam mit der Zeit. Wie hast du in deiner Werkstatt dieses Buch geschrieben? Hast du erst diesen biografischen Teil gehabt oder das andere? Oder war da doch mal was miteinander verwoben und dann hast du irgendwann gemerkt, das gibt so ein großes Kuddelmuddel, das trenne ich wieder voneinander? Wie war das? Das würde mich jetzt einfach als Autorkollege interessieren. Ja, also jetzt zwingst du mich natürlich zu Geständnissen, weil ich jetzt zugeben muss, dass das eigentlich anders geplant war und das sozusagen jetzt der große Notbehelf ist. Und natürlich hat man mir auch, als ich angefangen habe, also
als ich dann ganz konkret in die Endphase ging, die letzte Formulierung des Buchs, gab es auch immer wieder den Hinweis, da gibt es dieses Buch von Jörg Später, den Krakauer, der hat es ganz großartig, mach's doch wie er. Und wahrscheinlich ist es jetzt sozusagen die Anxiety of Influence, dass ich sage, nein, nein, ich habe es ganz anders gemacht. Aber nein, im Grunde hast du aber den richtigen Hinweis gegeben. Es hat viel damit zu tun, dass wir hier zwei, wenn auch zwei Philosophen, doch zwei ganz unterschiedliche Typen haben. Blumenberg hatte ja mal abgesehen von seinen frühen Jahren dann ein, wie soll ich sagen, naja, ungeschützt gesagt, relativ langweiliges Leben. Er war eben ein deutscher Philosophieprofessor und hatte ja, das hatte ja auch Vorteile, also er musste nicht fliehen und so weiter. Also von daher gibt es in der Hinsicht relativ wenig zu erzählen Spektakuläres. Er konnte sich wirklich er war dann auch relativ schnell abgesichert, obwohl er nicht zufrieden war mit den einzelnen Details, aber er war dann irgendwie an der Universität und er konnte wirklich seine Theoriegeschichte verfolgen und er konnte seine Philosophie verfolgen. Und das gibt natürlich auch der Dynamik des Denkens eine ganz andere Bewegung, das muss man dazu sehen. Und ich meine, offen gestanden, was ich ursprünglich machen wollte, war ein ganz biederes theoriegeschichtliches Buch und dann nahm aus bestimmten Gründen, also unter anderem auch die Vorgeschichte, meine eigene Vorgeschichte mit der, dass ich an dem Film teilnahm mit von Christoph Rüther, dieser biografische Teil nochmal einen viel größeren Bereich ein und vor allen Dingen auch, was ganz wichtig war, war die Arbeit, die konkrete Arbeit im Marbacher Archiv, wo man alles aus der Werkstatt sehen kann. Also die Zettelkästen, die Vorentwürfe und bis hin zu Leselisten, bis hin zu Produktionslisten, wo er taggenau aufgeschrieben hat, wann er an welchem Tag fast, so hat er natürlich nicht, aber fast die Uhrzeit noch dazu geschrieben, welche Seite geschrieben hat. Und das kriegte für mich eigentlich dann einen viel größeres Interesse. Es ging weniger um die konkrete Figur, die ich ja gar nicht kannte, auch nicht unbedingt um einzelne Bausteine der Theorie, die sicherlich auch interessant sind, aber es ging mir am Ende vor allen Dingen auch darum, mal zu zeigen, exemplarisch an so einem wirklich sehr, sehr gut dokumentierten Fall auch zu zeigen, wie man sowas oder wie sowas gemacht wird, wie der Philosoph ist eben nicht das Originalgenie, das morgens aufsteht, nachts einen genialen Gedanken hatte und den dann in einem Rutsch niederschreibt, sondern das ist auch was Handwerkliches. Und auch die ganzen Motive und die, soweit man sie natürlich nachvollziehen kann, auch das Dokumentierte ist natürlich ist bearbeitet, das muss man immer mitdenken. Aber man sieht doch im Archiv sehr, sehr viel, buchstäblich von dem, wie es gemacht wird. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil von einem ganz soliden Leben, wo man nach der Bombardierung Lübecks natürlich, also sagen wir mal, ab dem Alter von 22 Jahren hat er eben alles gesammelt und der hat alles, bis auf das, was er dann weggeschmissen hat, das soll man nicht unterschätzen, denn doch aufbewahrt. Wenn man jetzt diese handwerkliche Perspektive nochmal etwas verschärft, inwiefern lässt sich dann noch an dem Begriff der Ausnahmebiografie festhalten? Jörg Später, Sie haben das ja vorhin in Ihrem Vortrag auch genannt. Ist das eine Ausnahmebiografie Hans Blumenbergs? Und wenn Sie das vielleicht auch nochmal mit Krakauer vergleichen, inwiefern stehen hier zwei Ausnahmebiografien möglicherweise nebeneinander oder auch nicht? Hat dann nicht jeder eine Ausnahmebiografie? Inwiefern gibt es das? Gibt es dieser Vergleich vielleicht auch her, das eine gegen das andere etwas abzusetzen? Ich meinte das mit Ausnahmebiografie nicht, dass er so eine besondere Person war, die, weiß nicht, ob Krakauer eine war, der hatte jedenfalls ein besonderes Leben, Rüdiger hat es ja eben schon gesagt, man musste dem auch als Biograf, man musste dem eigentlich nur hinterherlaufen. Und dann kommt man durch alle wichtigen Ereignisse der europäischen und Weltgeschichte, kommt man da hinein. Er hat sich selber mal einen blinden Passagier der Geistesgeschichte genannt. Insofern ist es eine Ausnahmeperson. Bei Blumenberg meinte ich es aber anders. Ich wollte fragen,
Wie gewöhnlich ist der eigentlich oder wie bundesrepublikanisch ist der eigentlich? Also sowohl auf was seine Laufbahn angeht, dass er dann irgendwann als mies gelaunter, verkanntes Genie sich von der Welt abwendet, als auch was das, was er eigentlich betreibt, was diese Philosophie, diese Bindestrich- oder Lesephilosophie, wie du es genannt hast, was drückt uns, sagt uns das über die Philosophiegeschichte nach 45 in diesem Land? Und drittens natürlich diese, da fand ich ihn gar nicht typisch, diese persönlich, also in der Familie liegende Opferrolle, ich sag mal das Begriff in der NS-Geschichte, aber einer, der sehr konservativ war, aber auch nicht, aber auch überhaupt nicht sentimental dagegen, wenn, wie bei dem Bombenangriff über Lübeck, wenn Deutschland irgendwie Leid geschieht oder seine Heimatstadt, also der einen sehr nüchternen, klaren Blick hatte, dann aber überhaupt nicht diese Vergangenheitsaufarbeitung der Studenten teilen wollte, sogar dagegen sich geäußert hat. Also das scheint mir eine ziemlich solitäre, eben nicht gewöhnliche Biografie zu sein. Darauf zielte das ab. Wie typisch ist der Blumenberg für die bundesrepublikanische Geschichte nach 45? Während der Krakauer natürlich auch typisch ist für ein jüdisches Schicksal und für die Emigrationszeit oder auch für die Nachkriegszeit, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Man könnte ja fast nur als Einwurf das umdrehen, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn man Blumenberg hinterherläuft, dann ist man eben nicht zwangsläufig in die großen Ereignisse geraten, sondern eher in alten Berge gelandet und hat auf sie hinabgeblickt. Oder so. Also liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die großen Ereignisse dann in dieser Zeit, jeweils nach dem Krieg, ein bisschen rar waren. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Aber wir haben ja jetzt sozusagen die elegante Überleitung zu diesen drei anderen Fragen schon gehabt. Da vielleicht sage ich mal der Reihe nach was zu diesen drei Bereichen. Nämlich das erste war ja die Frage, ob es sich da wirklich um etwas Außergewöhnliches handele oder ob es nicht eigentlich eine Deformation professionell war, nämlich Stichwort Lehrstuhlkönig. Das mache ich vielleicht ganz kurz. Ich meine, wir können jetzt lange über die feudalen Strukturen der deutschen Universität reden. Das wäre aber ein ganz anderer Abend, ein ganz anderes Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich der wirklich Berufenste dazu bin, das jetzt hier zu erörtern. Ich würde es eher auf das Stichwort Auratisierung des Erfolgs bringen. Ja, also, denn das hat man auch in anderen Bereichen. Und ich bin mir am Ende nicht so sicher, dass wirklich erfolgreiche Leute in der Wirtschaft oder in der Politik da so viel anders funktionieren. Also Erfolg macht sehr selbstbezogen, nicht bei jedem, es gibt immer gute Ausnahmen, aber würde das erstmal ein bisschen warnen davor, das jetzt zu sehr auf die Universität zu schieben. Etwas anderes finde ich aber eigentlich verblüffender und interessanter, was man bei Blumenberg eben an diesem Material auch sehen kann. Nämlich, wann wird was aus der Erinnerung aktiv für ihn? Also du hast, Jörg, gerade das erwähnt, dass er sehr unsentimental, hast du es genannt, auf die Bombardierung Lübecks reagiert hat. Da ist immer die Frage, nicht nur bei diesem Punkt, aber bei dem auch, wann sagt er das? Wann sagt er was? Also es gibt ja auch die berühmte Szene von Thomas Mann in seinen Reden an den Deutschen, die Radiovorträge. Thomas Mann sagt das wirklich in dem Moment. Die Bomber kommen zurück aus Lübeck und er sagt, so dem Sinne nach, dass jetzt das Renaissance-Rathaus und all diese schönen Dinge in meiner Heimatstadt bombardiert werden, schmerzt mich sehr, aber es war nötig. Ob Blumenberg das wirklich 1942 selbst auch gesagt hat, unter dem Schock desjenigen, der da unten stand, das ist sehr fraglich, das wissen wir nicht. Aber er sagt es eben in den 90er Jahren rückblickend und damit verarbeitend, was er an Frustrationen, an Verfolgung, an Kränkung und so weiter dann auch im Nachhinein erlebt hat. Und so sozusagen aktiviert er aus der Erinnerung etwas, was möglich ist, aber was er zu anderen Zeiten ganz anders aktiviert hat. Ein gutes Beispiel ist, dass er
in den 50er Jahren dem Hans Jonas, den er unbedingt nach Deutschland holen will, nämlich nach Kiel an die Universität, schreibt: Kommen Sie ruhig, Sie als Immigrant können jetzt nach Deutschland zurückkommen, Sie haben sich die Dinge geändert. In den 90er Jahren schreibt er dann: In Deutschland haben sich diese Dinge nie geändert. Ja, also das ist immer so, auch da ist der Kontext wahnsinnig wichtig. Worin Blumenberg, das vielleicht nur zu diesem Punkt noch, sicherlich die Ausnahme war in seiner Zeit und heute erst recht, ist in dem Maß der Abschottung. Also diese Geschichte, dass er sich, der ja in den ersten Jahren durchaus sehr kommunikativ war und sehr interaktiv, du hast es auch erwähnt, die bei Poetik Hermeneutik die führende Position hatte und so weiter, sich dann ab Bochum und dann ab 70 in Münster immer mehr abschottete, bis hin dazu, dass er gar keine Seminare mehr machte, sondern nur Vorlesungen. Das war sicherlich auch für seine Zeit außergewöhnlich. Das würde sich heute keiner mehr erlauben können. Und selbst damals war er, glaube ich, kurz vor dem Disziplinarverfahren. Da finde ich dann, wenn man so will, die interessante Frage, die nach den Kosten. Ja? Also, denn warum hat er das gemacht? Irgendwann hatte er diese Idee, er müsse jetzt die Ernte einfahren und er hätte ein Werk, er hätte das zu hinterlassen und dazu müsse er sich rigoros isolieren, um das fertig zu kriegen. Vielleicht war das eine Rationalisierung, vielleicht war es auch noch das Einzige, was ihm Spaß gemacht hat. Er wollte die anderen nicht mehr sehen. Alles möglich. Man kann sich dann die Frage stellen, aber die ist auch letztlich nur eine, die er selber hat beantworten können oder die wir für uns beantworten können jeweils. Ist ein Werk jemals so viel wert oder ist ein konkretes Werk so viel wert, das zu tun, also sozusagen bis hin zu einer Abschottung von engen Freunden, dass er schreibt, dann ist es schön, dich gekannt zu haben, aber das ist mein letzter Brief, ich habe keine Zeit mehr für sowas. Ja, also, aber wie gesagt, das ist so eine Frage, die man dann selbst beantworten muss. Vielleicht das nur erstmal zu dem ersten Komplex, bevor ich zu den beiden anderen komme. Wollt ihr das kommentieren oder? Vielleicht nur als kurze, ich weiß nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, dieser leicht, also es ist kein radikaler Bruch, aber diese Schwerpunktverlagerung vom öffentlichen Wirken hin ins doch relativ radikal Private, das ist, kann man dann sagen, das ist die Methode des sich Zeitnehmens, der Nachdenklichkeit, der Nachträglichkeit, die du ja auch in anderen Zusammenhängen stark gemacht hast, Rüdiger, dann eben auch eine Methode dieses Privatlebens ist. Ja? Also eher sich dann verstärkt, natürlich logischerweise, wenn man in der Öffentlichkeit nicht so spontan auf den Moment bezogen aktiv ist, kann man sich diese Zeit auch nehmen. Aber dass das Nachdenkliche und Nachträgliche ein privater Modus des Philosophierens ist, eher als ein öffentlicher Gestus, kann man das so sagen? Und dann kannst du gerne das andere weiter ausführen. Ja, ist eine gute Frage. Also worauf du anspielst, ist ja, dass er, ich habe ja darauf Wert gelegt zu sagen, Blumenbergs Philosophie ist nicht solitär oder ist nicht, falsch, es ist kein Monolith, also so wie Odo Marquardt oder so, das auf den Begriff eines, der Abwehr des Absoluten oder so bringen wollte, gegen die Frage nach dem Wirklichkeitsbegriff und so weiter, sondern schon ein Denken in Bewegung. Das war mir wichtig. Und eine der großen Umbrüche, es gab mehrere, eine der großen Umbrüche findet ungefähr um 1970 statt, wo ja von diesen philosophiehistorisch-begriffsgeschichtlichen, auch technikgeschichtlichen und so weiter Untersuchungen mehr und mehr abgeht und dann eben auch diese später 1980 mit dem Programmvortrag über die Nachdenklichkeit immer mehr zu einem assoziativen auch Denken des Materials kommt. Man kann das privatistischer nennen, man kann das kreativer nennen. Es ist auf alle Fälle weniger diskursiv. Das ist schon, man kann dann sagen, ich lese Bücher wie zum Beispiel, also frühe Bücher wie die Legitimität der Neuzeit zum Beispiel oder die kopernikanische Wende, das ist die Frühfassung und so weiter. Kann man diskutieren, sagen, die These stimmt oder die These stimmt nicht. Also Bücher wie Die Sorge geht über den Fluss sind sicherlich oder ist sicherlich eher ein Buch, das man sagen kann, das gefällt mir oder das gefällt mir. Da kann ich jetzt persönlich weiterdenken, das nehme ich mit auf die Reise oder nicht. Da ist aber nicht sehr sinnvoll zu sagen, das Argument stimmt jetzt nicht.
Von daher hast du recht, es ist so ein bisschen eine andere Form, nicht nur des Philosophierens, sondern auch des Umgangs mit der Öffentlichkeit für sich selbst. Aber gut, zu diesem anderen Punkt, gibt es so etwas wie eine bundesdeutsche Philosophie? Also das heißt ja, anders gesagt, gibt es so etwas und scheint das bei Blumenberg auf, wie eine Philosophie der alten Bundesrepublik. Denn es fängt ja, also er fängt an, 45 dann richtig zu studieren, ist dann 1950 habilitiert, hat dann seine ersten Stellen in Kiel und ab 58 in Folge eben bis zu seiner Emeritierung 85 immer Professuren an, erst in Hamburg, dann in Gießen, Bochum, Münster. Das deckt ja ungefähr den Bereich, den zeitlichen Bereich der alten Bundesrepublik ab. Deswegen, wie typisch kann man sein Denken für diese Zeit nehmen? Und da würde ich sagen, wie so oft im Leben, ja und nein. Es ist sehr typisch und dann auch wieder nicht. Es ist sicherlich typisch, wenn man sagt, man fasst es unter dem Stichwort Begriffsgeschichte, was ja sicherlich ein Mainstream-Bereich der bundesdeutschen Philosophie in dieser Zeit war. Und von den, Jörg, von den Bereichen oder von den Gruppen, die du genannt hast, passen da erstmal viele sicherlich auch rein. Also diese Linie, ich nenne es mal Linie, um nicht von Schulen oder nicht von Schülerschaften zu reden. Diese Linie Heidegger-Gadamer, zumindest bei dem Gadamer-Bereich, das ja dann sehr begriffsgeschichtlich auch aufgefasst worden ist. Dann ganz sicherlich auch die Ritterschule natürlich, zu der immer eher ein bisschen in Konkurrenz war. Dann Gadamer, zu Gadamer natürlich auch. Dann die Rodacker-Linie, zu der natürlich ursprünglich auch Habermas und Apel gehört, das hast du erwähnt, gehören, die dann eben vermischt ist mit, also gerade bei Habermas und Apel, mit der Frankfurter Schule. Da kommt jetzt ein ganz anderer Bereich rein. Und dann noch anderer Bereich ist dann natürlich die Erlanger, beziehungsweise das, was dann in Konstanz, also von Lorenzen bis zur Mittelstraße oder so, ja nicht. Wenn man das sozusagen als das Feld absteckt, in dem Blumenberg zu der Zeit lebt und arbeitet und denkt, dann ist er sicherlich in diesem Feld einerseits ganz gut aufgehoben. Wenn man seine Leselisten anguckt, sieht man auch, dass das ist, was er, mal abgesehen von den Klassikern natürlich und der allgemeinen Philosophie, von den Zeitgenossen am intensivsten rezipiert, also die Kollegen. Er sehr an diesen Professorenwandlungen, er macht so eine Statistik, wer wo ist. Also das, er beobachtet das Feld schon sehr genau und ist relativ wenig, also verglichen mit heute, das macht man sich nicht mehr so klar. Er ist auch insofern typisch, als er wenig international ist. Also natürlich waren die Immigranten gezwungen, international zu denken. Das hast du ja gerade auch für Krakauer sehr gut herausgearbeitet, wie er dann auch in Kontakt kommt mit der amerikanischen, mit der angelsächsischen Philosophie, etwas zurückkommt. Das war zu Blumenbergs Zeiten für einen ordentlichen deutschen Professor erstmal, ich würde nicht sagen, noch gar nicht der Fall, aber das fing erst an. Da war jemand wie Dieter Henrich natürlich, der dann auch nach Amerika ging oder so, sicherlich so ein bisschen auch ein Eisbrecher. Das fing dann in den 70er Jahren an. Blumenberg hat das auch versucht, beziehungsweise hatte eine Einladung, die er dann nicht annehmen konnte und den noch nicht annehmen wollte. Also in dem Sinne war er durchaus schon typisch. Wo er aber völlig untypisch war, wahrscheinlich kann man das so deutlich sagen, war in der interdisziplinären Ausrichtung. Also er hat seine erste, das muss man sich mal so klar machen, der hat seinen ersten Ruf, er hat seinen zweiten Ruf, er hat seinen dritten Ruf 65 nach Bochum gekriegt, ohne ein Buch geschrieben zu haben. Und der frühe Ruhm basierte nicht nur auf Aufsätzen, sondern ausgerechnet auch auf Aufsätzen in der Zeitschrift Studium Generale, das eine interdisziplinäre Zeitschrift war. Das war kein philosophisches Fachorgan, es war eine Zeitschrift, die dafür ausgelegt war, auch Dinge einem allgemeineren Publikum nahezubringen. Und dann eben orientierte sich so ein bisschen um in den 60er Jahren und gründete in Gießen mit Jaus, mit Heselhaus, mit Isa, die Gruppe Poetik und Hermeneutik. Und da kamen dann auch noch viele andere dazu. Auch da waren natürlich Philosophen dabei, wie auch wieder Dieter Henrich, wie Jakob Taubes und so weiter. Aber die meisten anderen Teilnehmer waren dann doch aus anderen Bereichen, aus anderen Disziplinen.
Und das hat eigentlich Nachwirkungen. Auch heute noch, muss man sagen, ist Blumenbergs Philosophie in der Philosophie selbst am wenigsten rezipiert. Also wenn er irgendwo aufgenommen wird, ist es in der Literaturwissenschaft, angefangen in der Altphilosophie bis hin zu den modernen Literaturwissenschaften, in den Kulturwissenschaften, in der Theologie. Die Theologen arbeiten sich heute noch gerne an ihm ab, das ist ganz klar. Teilweise auch in anderen Fächern, sogar inzwischen wie der Soziologie, die eine Mythos-Theorie treiben oder so. Ich will nicht sagen, dass gar keiner, kein Blumenberg-Seminar an deutschen Philosophieinstituten zu finden ist, aber doch vergleichsweise selten, also vergleichsweise mit anderen. Also da ist er dann in dem Sinne, ja, vielleicht Avantgarde, vielleicht auch atypisch, auf alle Fälle ist er da deutlich nicht Mainstream. Was ihn dann, das vielleicht zu dem Punkt noch, also er ist so ein bisschen so eine gotische Kathedrale, die er da in diese Landschaft baut, wo die anderen dann staunend davor stehen, aber auch mit seinem ganzen Ansatz einer narrativen Philosophie relativ wenig anfangen können. Vielleicht ändert sich das jetzt, da gibt es Anzeichen, aber das muss man dann mal sehen. Es geht ihm wirklich um die Frage, und das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, das muss ich jetzt vielleicht nicht vertiefen, die nach der großen oder der kleinen Erzählung. Und das ist auch der Umbruch von dem frühen zu dem späten Blumenberg nochmal. Ja. Kann ich noch was nachfragen? Oder erstmal eine Beobachtung mit, was Amerika angeht. Ich meine, Henrich und auch Habermas sind 10 Jahre jünger als Blumenberg. Das ist also Jahrgang 20, Jahrgang 30. Das scheint der entscheidende Unterschied da zu sein. Ich weiß nicht, ob Jauss, gut, nach Frankreich wird er Kontakte gehabt haben, ist ja auch kein Philosoph. Aber da, diese Generation, die um die 1930 geboren wurden, wie auch viele der Alterskohorte, die im Journalismus oder so war, dort musste man schon fast nach Amerika gehen. Das konnte man nicht mehr ignorieren, während Blumenberg vielleicht schon zu alt war oder zu eigenartig schon, ich weiß es nicht genau. Aber nachfragen wollte ich vor allen Dingen, was den Schatten Heideggers angeht. Also aus Frankfurter Perspektive, ich beschäftige mich ja mit der Frankfurter Schule, so wie in der Soziologie der Positivismus der Hauptfeind ist, ist es in der Philosophie die Heideggerei. Die sehen überall den Heidegger noch am Werk und überall seinen Einfluss oder seinen Schatten drüber werfen. Ist das eigentlich eine realistische Einschätzung? Für die 50er wahrscheinlich schon, aber für die 60er noch? Und welche Rolle spielt Blumenberg und die Leute, mit denen er zu tun hatte, darin, in diesem Loslösen von diesem Schatten Heidegger? Ja, also ich meine, der Schatten Heidegger ist ja, wahrscheinlich war der in der Zeit nach 45 insgesamt groß, aber für Blumenberg war er dann doch nicht ganz so groß. Also natürlich, also er war in Kiel, da war Landgrebe als der alte Husserl-Assistent, da war natürlich auch Bröker, mit dem er so ein bisschen in Konflikt stand, der natürlich von Heidegger herkam. Blumenberg, also die Dissertation, war ja noch etwas, was sich ganz intensiv mit Heidegger auseinandergesetzt hat. Blumenberg kommt davon relativ schnell weg. Also er hat, glaube ich, diesen, weil er eben auch so einen eigenwilligen, doch solitären Bildungsgang hat, der eben nicht in diesen Netzen entstanden ist oder situiert war, ist er davon relativ schnell hat er sich gelöst. Und es gibt einfach auch Briefstellen schon so aus dem Jahr, sagen wir 1950 fängt das an, wo er sagt, also schon früher in der Dissertation in der Bild ist er immer kritisch auch damit umgegangen. Und dann fängt es sehr schnell an, dass er sagt, das geht jetzt gar nicht mehr. Und das auch das ist ganz schön, ist sein Briefwechsel mit dem Freund Alfons Neukirchen, der dann die Düsseldorfer Nachrichten, dieses Feuilleton leitet, für den er schreibt. Und mit dem ist er befreundet und mit dem redet er sehr, sehr offen. Und man findet dann Passagen über Heidegger, sagt, also jetzt, ich habe jetzt diesen Vortrag da, also das ging dann als Manuskript rum, der hat ihn ja nicht persönlich gehört, aber es ging als Manuskript durch die Republik, da hat es nicht gelesen, das geht jetzt gar nicht mehr. Also das, so kann man jetzt nicht mehr philosophieren. Also das
zum Thema der Schatten Heideggers. Noch als Nachtrag, Jauss, der unwesentlich, ein bisschen jünger, aber nicht wesentlich jünger, die Literaturwissenschaftler, die gingen natürlich dann doch auch schon in die USA, also Jauss war 77 dann in den USA, wollte natürlich, durfte dann nicht mehr, also das war ja das, seine, was auch immer, Tragik oder so. Aber das war sicherlich ein bisschen eine Generationensache, aber ich glaube, es war deutlich auch eine mentale Frage bei Blumenberg. Also das ist, es war ein Duktus, den er schlichtweg nicht mochte. Ja, also es war diese Art von Philosophie, damit konnte er nichts anfangen. Und natürlich wurden, was heißt natürlich, nein, überhaupt nicht natürlich, aber es wurden, die großen Bücher wurden relativ schnell übersetzt. Also Legitimität der Neuzeit zum Beispiel, Arbeit am Mythos, das Kopernikus-Buch, Arbeit am Mythos. Aber da war auf beiden Seiten erstmal eine gewisse, ein gewisses Fremdeln. Ja, also jemand, der 1960 die Paradigmen zu einer Metaphorologie geschrieben hat, hätte natürlich auch in den Metaphern-Diskurs, der ja auch in dieser Zeit im angelsächsischen Bereich aufblühte, gut reingepasst. Aber der Habitus des Denkens war auch erstmal nicht kompatibel, glaube ich. Vielleicht auch die sprachliche Differenz, also vielleicht konnte er sich im Englischen auch nicht, oder doch? Naja, also er sprach wohl Englisch, aber dazu kam es ja gar nicht. Er hatte ja erstmal einen Übersetzer. Der arme Mann musste ja das erstmal, diese dicken Bücher übersetzen. Das hat er auch mit Sie, Robert Wallace, mit sehr viel Selbstaufgabe gemacht. Und von daher hatte er ja durchaus die Brückenbauer. Trotzdem kommt eigentlich erst jetzt nach und nach eine Blumenberg-Rezeption in Amerika in Gang. Besser spät als nie. Und es ist natürlich dann auch die Frage, inwieweit in der amerikanischen Blumenberg-Rezeption Blumenberg als Philosophiehistoriker, als Philosoph, als Ausnahmeerscheinung oder auch als Repräsentant einer bundesrepublikanischen Geistesgeschichte gesehen wird. Ich würde gerne noch eine Frage an Jörg später stellen, ganz kurz und bündig, der Historiker, der eben doch auch die Kontext besonders im Blick hat. Was sagt er denn, Blumenberg, ein Philosoph oder ein Philosophiehistoriker? Oder stellt sich die Frage gar nicht, wenn Sie das jetzt einordnen müssten? Ich soll sagen, ob Blumenberg ein Philosoph oder Philosophiehistoriker. Ja, ganz genau. Nein, Sie können es auch lassen. Gibt es eine Neigung, diese Frage zu beantworten? Stellt sie sich. Ja, ich kann nur sagen, was Rüdiger Zill dazu geschrieben hat. Er hat ja genau versucht zu zeigen, dass Philosophie nach 1945 offensichtlich nicht mehr darin bestanden hat, dass man sich alles selber ausdenkt, sondern dass es eine wissenschaftliche Disziplin ist, die sich ausdifferenziert, die einen deuten, die anderen betreiben Interpretation, Begriffsgeschichte und eben Philosophiegeschichte, und dass dies ein legitimes Mittel ist, über diese Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte. Und bei Blumenberg ist es ja nicht nur so, dass er sich an den Klassikern abarbeitet, sondern er ist an bestimmten Problemen interessiert, wie die Säkularisierung oder die Frage, leben wir in der Neuzeit, ist das was anderes als das, was davor war? Ist das ein Bruch, so wie die Antike ein Bruch gewesen ist? Der über solche, sage ich mal, säkulare Fragen zu eigenen Denkleistungen kommt. Und das ist dann auch schon Philosophie und so. Aber der Historiker würde sich gar nicht so sehr dafür interessieren, ist das jetzt schon Philosophie oder noch nicht Philosophie. Er würde eher schauen, was passiert mit der Philosophie als Wissenschaft, wie verändert die sich, vor allen Dingen auch in Kontakt mit Zeitläufen, mit Trends, aber auch mit anderen Gruppen. Was gibt es dort für Konstellationen? Und darauf zielten meine Fragen ab und eben auch die Schwierigkeit zu sehen, dieser Blumenberg ist in einer gewissen Weise sehr solitär, sehr eigenartig und sehr originell auch. Und auf der anderen Seite ist er ja genau derjenige, der die Abkehr von der großen Weltentwurf-Philosophie ganz konsequent betreibt. Das war wahrscheinlich für ihn nie eine Option. Er hat nie anders gearbeitet, wahrscheinlich auch nicht in seinen Qualifikationsschriften. Also ich glaube,
das ist natürlich die Innen- und die Außenperspektive. Beides ist auch legitim. Aber aus der Innenperspektive ist vor allen Dingen wichtig zu sagen, also dass die Alternative, ist es nun Philosophie oder Philosophiegeschichte oder nur Philosophiegeschichte, aus einer Blumenberg-Sicht, und da bin ich persönlich völlig mit ihm d'accord, eine falsche Frage ist, weil man nämlich das nicht trennen kann, weil man kann sich in, nicht einfach hinstellen, in, wie das viele Philosophen heute tun würden, nach wie vor sagen, mich interessiert, was meine ich denn, wenn ich sage, etwas ist gut? Ja, also, und dann gucke ich von Aristoteles bis heute nach, wie kann man das Wort gut definieren, und ich suche mir die Definition raus, die mir brauchbar erscheint, oder ich versuche einfach zu sagen, was ist gut, und die Bedeutung des Wortes gut. Und da würde Blumenberg eben sagen, meines Erachtens völlig zu Recht, das ist insofern unhistorisch, als sich eine Bedeutung eines Wortes nicht isoliert geben lässt, sondern immer im Kontext eines Gesamtsystems steht natürlich, dass wir rekonstruieren müssen. Und das ist das, was in unserem Bewusstsein im Hintergrund steht und was wir teilweise uns gar nicht selbst bewusst machen. Wir müssen uns unsere eigenen Prägungen bewusst machen. Und das ist diese Analysearbeit, die aber nicht über die wir nicht einfach unhistorisch abschneiden können, sondern die wir immer aus ihrer Genese verstehen müssen. Und wir verstehen uns auch selbst nicht, wenn wir nicht unsere Geschichte dahin im Hintergrund, in unserer Entwicklung dazu haben, das, was uns geprägt hat. Und da kommen wir eigentlich auch nicht raus. Da gibt es durchaus Parallelen übrigens, wenn man so will, zu jemand wie Rorty oder so, der ihn übrigens, das nur noch als Schlenker dazu, als einer in Amerika, als einen der ersten positiv rezensiert und aufgenommen hat. Aber vielleicht, wir haben ja noch eine Frage offen noch zu dieser, den Nachwirkungen der NS-Zeit. Wir sind da vorhin so ein bisschen abgekommen. Vielleicht sollten wir dazu noch kurz was sagen. Weil jetzt auch der Fall Jaus und so nochmal wieder ins Gespräch gekommen ist in den letzten Jahren, und Jörg, du hast es ja auch erwähnt. Inwiefern, und da sagst du ja, da ist er eigentlich untypisch, also Blumenberg untypisch für diese Zeit. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie er sich da positioniert. Es ist auch nicht immer ganz konsistent, muss man dazu sagen. Und es hat nicht nur damit was zu tun, wann er was sagt. Das habe ich schon erwähnt, dass er natürlich 1955 ein bisschen anders urteilt als 1995. Es ist auch intern manchmal, je nach Situation, aus der er redet, nicht immer ganz konsistent. Aber ich glaube, man kann es einigermaßen so zusammenfassen, dass er natürlich in dieser Zeit auch an der Universität gelebt hat und ihm, dass er in diesem Umfeld auch arbeiten musste, und dass er das aber nicht einfach nur aus Opportunismus so gemacht hat, sondern dass für ihn auch, und das bestätigen zum Beispiel Anekdoten, die dann Hermann Lübbe oder so erzählt hat, im Einzelfall immer entscheidend wichtig war, nicht was ist im Vorfeld geschehen, was also sozusagen war vor 45, sondern wie entwickelt sich die Sache heute? Ja? Und darauf müssten wir, glaube ich, nochmal, das sollten wir ernst nehmen. Und da ist noch einiges an Arbeit zu tun, darauf zurückzukommen, wie die Philosophiegeschichte, der Horizont nach 1945 war. Und zwar auch im Einzelnen. Das ist uns, glaube ich, weggerutscht, weil wir gar nicht, und für mich war so ein erhellender Moment diese Nihilismusdebatte, die ich schon angesprochen habe, die also ganz, ganz aus unserer Sicht ganz merkwürdige Deutungen des Nationalsozialismus nach 45 aufkamen von Personen wie dem Landgräbe, der ja nun völlig unverdächtig gewesen ist, ein Nazi gewesen sein, das war er überhaupt nicht. Und er versuchte sozusagen das, was historisch passiert ist, auf einmal aus der großen Denkbewegung des abendländischen Geistes zu interpretieren, wie jetzt. Das kann er doch nicht ernst meinen. Deswegen sage ich, man muss sich einfach nochmal rekonstruieren, in was für einem geistigen Umfeld damals agiert worden ist. Und dann kann man die interessante Frage stellen,
wie haben die eigentlich sich intern transformiert? Also wie ist es dazu? Sind die einfach weggestorben? Das ist ja auch eine andere Frage. Die alten Nazis sind einfach weggestorben und da ist ja auch einiges dran. Und beziehungsweise, wie hat denn diese etwas jüngere Generation, also wozu der auch der Jaus gehört hat, sich transformiert? Und das muss man ernst nehmen, dass die das auch irgendwie selber ernst gemeint haben. Dass sie nachher angefangen haben bei der Waffen-SS und als SPD und wie die Brandunterstützer geendet sind. Die interessante Frage, und das haben wir, glaube ich, in letzter Zeit noch gar nicht angefangen zu fragen, ist, wie kann das eigentlich vor sich gehen? Was passiert da? Wie meinetwegen belügen die sich auch selbst? Wie ändern die sich selbst? Wie aufrichtig sie sind? Und ich finde, das sollte man als offene Frage stellen. Apropos offene Frage, ich glaube, das könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, vielleicht auch die Zuschauer mit ins Boot zu holen. Metaphern sind da kann man nichts machen, gerade bei Blumenberg. Wenn die beiden Diskutanten nichts weiter einzuwenden haben, würde ich das ganz gerne jetzt für die Zuschauer auch öffnen, die Diskussion, und vielleicht als Überleitung eine Anmerkung nehmen, die als erstes kam. Auch nochmal den Punkt aufgreifend, der bei Jörg später ja auch sehr stark war, die schlechte Laune, die Übellaunigkeit, die Miesepetrigkeit des Solitärs. Da kam also der Einwurf, wenn Habermas, der Hegel, der BRD ist und war, ob der nicht Blumenberg so eine Art Schopenhauer Pendant sein könnte. Das wäre eine Überlegung wert, ja, kann man das so sagen, dass hier vielleicht so eine Art zersetzender Metaphorik auch die Gesellschaft hineingewirkt hat. Würden Sie den Vergleich für sinnvoll halten, Herr Später? Da muss ich passen. Also, nein, das ist doch als Spaß gemeint, glaube ich, oder? Nein, gut, nein. Sagen. Das muss ihm passen. Genau, ja, aber ich finde ihn ganz reizvoll, diesen Spaß. Ja, es gibt eine Bitte von Bruno Hampel, zum Beispiel die Beziehung zwischen Lübbe und Blumenberg, ja, mal etwas zu erläutern. Das bietet sich insofern jetzt auch an, weil Rüdiger Zill auch gerade aus dem Anekdotenfundus geplaudert und Lübbes Namen nochmal erwähnt hat. Aber ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht Jörg später klang gerade so, als wolle er direkt darauf antworten. Oder? Nein, ich fand die Frage, das würde ich auch gerne wissen. Das würde mich auch interessieren. Das muss Rüdiger sagen. Ja, also Lübbe und Blumenberg haben sich gut gekannt. Die waren nachher in Münster auch quasi Nachbarn. Also die Lübbes wohnten ein Dorf weiter. Was nicht heißt, dass sie sich viel getroffen hätten, aber die waren trotzdem seit den späten 50ern, glaube ich, miteinander bekannt. Teilweise auch über Politik und Hermeneutik, aber auch sonst, man traf sie. Ich meine, Lübbe war auch natürlich auf anderen Kongressen, wo Blumenberg war. Man hat sich gegenseitig sehr geschätzt, das kann man wirklich sagen. Also zu den wenigen Leuten, die Blumenberg eigentlich immer positiv zitiert, gehört deutlich Lübbe. Also auch gerade in der Säkularisierungsdebatte, wo er ja in zwei Anläufen, also in zwei Auflagen, diese Debatte in der Legitimität der Neuzeit nochmal reflektiert und beantwortet und diskutiert, ist Lübbe immer auf der positiven Seite, also den er immer positiv aufnimmt. Lübbe hat, also man hat dann auch institutspolitisch oder institutionenpolitisch eng zusammengearbeitet. Bochum, Lübbe, der ja in Nordrhein-Westfalen dann in den 60er Jahren Staatssekretär wurde und als es darum ging, die Universitätslandschaft zu reformieren, holte Lübbe Blumenberg 1965 nach Bochum, weil in Blumenberg da der Ruf vorausging, ein Macher zu sein. Und das war er in gewisser Hinsicht zu dieser Zeit auch, nur war Lübbe dann bitter enttäuscht, dass Blumenberg genau in der Zeit, als er nach Bochum ging und in diesen 5 Jahren bis er nach Münster ging, eigentlich den Schwenk machte und sagte, ich ziehe mich jetzt aus der Praxis zurück, was auch ein bisschen an dieser Praxis lag und ich glaube zum Beispiel auch an jemanden wie Schelsky, der da sehr dominant war, und ihn dann auch weggebügelt hat. Und dann sagte er, jetzt schreibe ich meine Bücher und Lübbe und Blumenberg hatten weiterhin Kontakt, aber es entwickelte sich dann eher auseinander, glaube ich. Danke. Martin Schad stellt eine Frage an Sie beide als Biografen.
ganz interessant auch in Richtung des Anekdotischen und die Rolle des Anekdotischen im Biografischen betreffend, nämlich danach, wie Sie beide mit bruchstückhaft dokumentierten, aber doch wichtigen Episoden im Leben oder Werk der Protagonisten umgehen, wie häufig etwa relativierende Begrifflichkeiten wie vielleicht, möglicherweise, vermutlich und so weiter gebraucht werden können, um sozusagen, das ergänze ich jetzt mal, die wissenschaftliche Satisfaktionsfähigkeit nicht zu gefährden einer solchen Biografie. Er nennt als Beispiel aus Rüdiger Zills Buch die Ägyptenreise Blumenbergs, wie viel Zuschreibung darf sein? Also jetzt würde ich vielleicht, damit wir schön in der Stichometrie bleiben, erst Jörg später nochmal um eine Antwort bitten wollen, dann Rüdiger vielleicht nochmal dazu. Ja, also wenn man diesen Anspruch, das Ziel hätte, diese ganze Biografie als Rundes zu schreiben und alles zu füllen und alles zu erklären, dann würde man eigentlich genau das machen, was Bourdieu als Illusion bezeichnet hat, nämlich da eine Homogenität herstellen, wo in Wirklichkeit Heterogenität ist, eine Entwicklung, wo es Brüche gibt. Dann würde man genau das machen, was man vielleicht Biografismus nennen kann, der Erzähler, der eigentlich alles weiß und der sogar weiß, was sein Protagonist denkt. Und ich glaube, das sollte man auf keinen Fall tun. Trotzdem ist natürlich das Buch einen Kohärenzanspruch. Und ich denke immer, wenn solche Sätze fallen, die in der Frage erwähnt worden ist, vermutlich und vielleicht, möglicherweise, dann bedeutet das jedenfalls in meinem Fall nicht mehr, als dass ich keine Quellenaussage dazu habe und dass jetzt der Autor, der auch mal was sagen will, auch eine Spekulation anstellt. Das ist eigentlich nur ein Signalwort, mehr nicht, und nicht der Versuch, alles auszupinseln und alles zu erklären. Ich hatte ein ganz großes Problem, weiß nicht, ob das darauf anspielt, dass es für Krakauers Zeit, bevor er nach Berlin 1930 ging, kaum noch Quellen gab. Also ich habe ja mit Korrespondenzen gearbeitet. Und da habe ich ein sehr gewagtes Mittel genommen. Ich habe die Romane Krakauers genommen, die ein bisschen eine Form von autobiografischen Schreiben sind, aber trotzdem ganz klar literarische Produkte, und habe sie eigentlich eher als narratives Mittel eingebaut, um vielleicht Lücken zu schließen oder um auf Scheinwerferlicht auf bestimmte Dinge zu stellen, habe aber den Trick angewendet, dass es sozusagen immer deutlich war, jetzt kommt ein Zitat aus Ginster, jetzt kommt ein Zitat aus Georg. Es war eigentlich eher ein narratives Mittel und hatte null Realismusanspruch gehabt. Also, was ich sagen will, solche Signalwörter bedeuten nur, es gibt keine Quelle, und der Anspruch, eine Biografie lückenlos zu erzählen, ist in jedem Fall fragwürdig. Nein, muss eigentlich scheitern. Rüdiger, noch dazu? Ja, da schließe ich mich natürlich voll inhaltlich meinem Vorredner an. Es ist natürlich das Problem fürs Leben, was ich auch mit dem Problem der Theorie habe, was ich nicht umsonst dann in den Titel geschoben habe mit dem absoluten Leser. Natürlich ist auch fürs Leben genau das richtig, dass man nicht alles erfassen kann. Selbst wenn jemand super gut dokumentiert wäre, muss man natürlich immer ein Misstrauen gegenüber den Quellen haben. Am Ende ist es natürlich unsexy, wenn man andauernd vielleicht und wahrscheinlich schreiben würde. Deswegen macht man es nicht. Mein Weg war, Misstrauen zu sehen. Ja, sozusagen, ist so ein Philosoph, gerade ein Philosophenleben ist in der Öffentlichkeit immer durch Mythisierung geprägt, durch Auratisierung. Und dazu gehören Anekdoten, die über ihn im Umlauf sind. Mein Lieblingsbeispiel ist der Derek Jarmans Wittgenstein-Film, der nur aus solchen Anekdoten besteht. Und sowas gibt es bei Blumenberg natürlich auch. Und man muss es einfach dann brechen und sagen, okay, es gibt gute Gründe, warum. Man muss immer danach fragen, welche Funktion hat eine Aussage, die ich jetzt hier referiere, sei es von Blumenberg selbst, sei es von irgendjemand anderen. Es hat immer einen Kontext, eine Funktion, in der so eine Anekdote erzählt wird, so eine Briefstelle geschrieben wird. Das muss man mitdenken, und das ist das Einzige, was man dann machen kann. Hinzu kommt natürlich noch, dass gewisse Floskeln auch topisch sind, also dass gewisse Relativierungsfloskeln, ja, nicht nur, wie man die Autopsie lange Zeit als ein Medium hatte, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, ich kannte XY persönlich, so sind auf der anderen Seite eben auch solche
solche narrativen Marker dazu da, eine kritische Distanz auch einzuführen, wo sie vielleicht nicht immer ganz nahe liegt, wo man vielleicht doch ein bisschen mehr weiß, einen Vorsprung gegenüber dem Leser hat und das hier etwas verschleiert. Ja, Susan Niemann würde gerne noch etwas genaueres wissen darüber, was Blumenberg an der Vergangenheitsaufarbeitung kritisiert hat. Kritisiert ist jetzt schwierig zu sagen. Also wie gesagt, es läuft es kommt eigentlich als Kritik erst recht spät. Und das ist dann auch nicht systematisch. Man muss sich das aus Briefstellen zusammensuchen. Und auch da ist es häufig so, dass es unmittelbare Reaktionen auf gegenwärtige Erlebnisse sind, also mit denen er dann Vergangenes reaktiviert. Also ich gebe ein Beispiel, damit es nicht so verwaschen ist. Er war kein großer Freund des Abfallrecycling-Systems, was Klaus Töpfer eingeführt hat. Er fand das furchtbar und er verglich das immer mit dem Eintopfsonntag der Nazis. Er sagte, das ist eine Zwangsmaßnahme von oben und das ist natürlich absurd. Es gibt gute Gründe, dass das was völlig anderes ist. Aber für ihn war das dann die Brücke, um auf einmal zu sagen, hier ist anders, als er das vielleicht 40 Jahre früher gesagt hatte, im Bewusstsein der Deutschen nichts passiert. Und das war natürlich auch eine überzogene Reaktion, genauso wie es fragwürdig ist, wenn er 1955 Hans-Jonas schreibt, kommen Sie ruhig, hier ist alles in bester Ordnung. Bester Ordnung. Ja, das könnte ein Schlusswort sein, aber ich denke, ein noch besseres Schlusswort ist vielleicht ein Teil des Kommentars von Thomas Meyer, der nochmal Bezug nimmt auf die Methode, die ja auch heute ein bisschen freundlich und sachlich kritisiert worden ist von Jörg Später, nämlich diese Dreiteilung und so wie du es angelegt hast. Der Kommentar ist etwas länger, vielleicht nur der Schluss, dass dein Versuch, Rüdiger, die Dynamiken und Widersprüche aufzeigt, die eine ideologisch konstruierte Chronologie nicht sehen kann. Und hier gibt es natürlich auch Links auf andere biografische Versuche. Manche erinnern sich zum Beispiel noch an die Lektüre von Kurt Flaschs Buch. Man könnte auch andere nennen. Rüdigers Verdienst ist vor allem und unter anderem, dass künftige Blumenberg-Leser und Leserinnen eine Mehrdimensionalität von Leben und Werk erhalten haben, die sich so weder im scheinbar langweiligen Leben noch im Werk finden lässt. Und ja, diese Mehrdimensionalität, die ist, glaube ich, sehr gut bei der Lektüre, dem Buch zu entnehmen und auch heute herübergekommen in dieser kritischen Diskussion. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit aller und natürlich besonders bei Jörg Später und Rüdiger Zill, dass sie hier so intensiv diskutiert haben. Das Schlusswort wird aber Franziska Bomski haben, die ja auch schon den Abend eröffnet hat. Und an Sie übergebe ich jetzt nochmal das Wort. Vielen Dank Ihnen allen, einen schönen Abend von meiner und unserer Seite. Dankeschön. Ja, ich schließe mich dem Dank an Sie drei nochmal aus ganzem Herzen an und danke auch Ihnen, liebes Publikum, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie mögen, möchte ich Sie herzlich einladen, dass auch jetzt am Donnerstag, den 12. November wieder zu sein, wo wir sozusagen über den Elefanten im Raum sprechen, im wörtlichen wie auch vielleicht übertragenen Sinne, nämlich über das Ereignis, was uns sicherlich in den letzten Tagen alle beschäftigt hat. Die US-Wahlen, unsere Direktorin Susan Niemann wird darüber mit Bernd Greiner sprechen, auch wieder um 19 Uhr auf diesem Kanal sozusagen. Sie können im Livestream zuschauen oder Sie können sich sehr gern auch wieder per Zoom registrieren und dann auch mitdiskutieren. Wir würden uns alle freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend und wir verabschieden uns.